Ich persönlich bin sehr froh, dass das wichtige Gesetz zur Einstufung der drei Länder Marokko, Tunesien und Algerien als sichere Herkunftsstaaten jetzt endlich am kommenden Freitag auf der Tagesordnung des Bundesrates steht. Es kommt jetzt zum Schwur. Meine klare Erwartung ist, dass der Bundesrat zustimmt und ich bin deshalb insbesondere gespannt, wie sich die rot-grün mitregierten Bundesländer verhalten werden. Die Einstufung der drei Länder, der drei Maghreb-Länder als sichere Herkunftsstaaten ist von enormer Bedeutung, weil damit zum einen verbunden ist, dass die Verfahren beschleunigt werden können. Und zum anderen bin ich auch der festen Überzeugung, dass die Einstufung als sichere Herkunftsländer auch dazu dienen wird, dass eine gewisse abschreckende Wirkung auch entfaltet wird, weil Bewerber aus diesen drei Ländern davon ausgehen müssen, dass die Verfahren zum einen sehr schnell durchgeführt werden und dass sie auch abschlägig verbeschieden werden.